Hallo, liebe Hungrige. Kennt ihr den Unterschied zwischen Döner und Kebab? Döner kommt aus dem Türkischen und bedeutet so viel wie sich drehen. Kebab hingegen, aus dem arabisch-türkischen Sprachraum stammend, bezeichnet die Art der Fleischzubereitung und ist eine Bezeichnung für gebratenes Fleisch. Da wir ohne Drehen auskommen, ist es also ein Kebabsalat. Wir brauchen dafür Tomaten, Knoblauch, Weißkrautsalat, Rotkohl, Gurke, außerdem Zwiebeln. Und Tzatziki gibt es ja fertig zu kaufen, kann man aber auch selbst machen. Und wie? Dazu gibt es ein Video von mir, auf das ich am Ende und in der Infobox verlinke. Wir brauchen Schafskäse bzw. Feta, an Gewürzen Pfeffer und Salz, Oregano, alternativ auch gerne eine Gewürzmischung für Kebab oder Döner. Auch dieses kann man selbst zubereiten und auch das findet ihr in der Infobox. Für die, die es scharf möchten, noch ein bisschen Cayennepfeffer oder Chili und außerdem Kebabfleisch gibt es fertig im Kühlregal, kann natürlich aber eben auch selbst zubereitet werden. In Abhängigkeit davon, welches Fleisch ihr also nun verwendet, erhitzen wir in eine Pfanne etwas Öl, geben das Fleisch dann hinein, schälen die Knoblauchzehe und geben sie dann entweder sehr klein geschnitten oder so wie ich durch die Presse gedrückt mit dazu. Dann alles bei mittlerer bis großer Hitze, so für ca. 5 Minuten anbraten, immer mal durchrühren dabei und dann die Pfanne vom Herd nehmen und das Fleisch abkühlen lassen. In der Zwischenzeit befassen wir uns mit dem Gemüse, die Gurke wird längst halbiert. Könnte optional auch noch geschält werden, aber ich mache das nicht. Und dann werden die Kerne herausgelöst, macht sich ganz einfach mit dem Esslöffel. Oder, wenn ihr das besser findet, könnt ihr auch einen Kugelausstecher dafür nehmen. Dann kommen die Tomaten ins Spiel. Diese werden halbiert, der Stielansatz herausgeschnitten und dann werden sie entkernt und das geht mit dem Teelöffel ganz leicht. Dann noch den Rotkohl fein schneiden und da ist es schon schön, wenn man ein richtig scharfes Messer hat. Den Feta schneiden wir in Würfel und genauso verfahren wir dann mit dem Gemüse, schneiden also die Tomaten in kleine Würfel, anschließend auch die Gurke und die Zwiebel schälen wir und schneiden sie in Streifen. Damit sind alle Vorbereitungsarbeiten erledigt und wir können mit dem Schichten beginnen. Ich empfehle diese Reihenfolge, doch das müsst ihr nicht so machen. Zuunterst den Rotkohl, darauf dann die geschnittene Gurke, als nächste Schicht die Tomaten darauf geben und nun erstmal würzen und zwar mit Pfeffer. Ebenso mit Salz und dann auch mit dem Oregano oder eben alternativ mit einer Gewürzmischung. Nun kommt der Weißkrautsalat darauf. Auf diesen werden dann die geschnittenen Zwiebeln verteilt. Die nächste Schicht bildet der geschnittene Feta. Und darauf verteilen wir dann alles so ein bisschen abdeckend, am besten mit dem Esslöffel den Tzatziki. Nun wiederholen wir das Prozedere des Würzens, also wieder Pfeffer darauf geben, mit Salz bestreuen. Und ebenso mit Oregano. Was fehlt noch? Genau, das Fleisch. Das kommt also nun als Krönung obendrauf, ein bisschen verteilen. Und fertig ist dieser leckere Kebabsalat. Reicht vielleicht Fladenbrot dazu, aber auch eine Grill- oder Ofenkartoffel passt prima. Ihr werdet feststellen können, wirklich ein richtig leckeres Essen. Allerdings, so hübsch er auch aussieht, besser essen lässt er sich natürlich, wenn er mal ordentlich durchgemengt wird. Ich wünsche euch viel Spaß bei der Zubereitung und dann recht guten Appetit. Und falls ihr nochmal schauen möchtet, wie man Tzatziki ganz einfach selbst zubereitet und vielleicht auch den Krautsalat, dann schaut euch doch diese Videos an. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Bye bye.